Jo, hi. Moin. Hi Leute, na? Guten Tag. Na, was geht, Alter? Was geht, Alter? Was geht? Was labert der, ey? Ja, ich saß dann jetzt eben da und dachte mir so, 30.12., was bringst du eigentlich für ein Video? Da kam mir eigentlich nur eine Sache in den Kopf. Mir ist nichts eingefallen. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und dachte, du, es wäre eigentlich mal Zeit, mal sowas wie ein Drama hier zu machen. Dann habe ich mir überlegt, kannst du überhaupt malen? Nö. Oder hast du dir ein Zeichentablet? Nö. Weder noch. Deshalb würde ich sagen, meine Freunde, starten wir jetzt einfach ganz motiviert hier in Paint. Akani? Du kommst hier nicht raus, Alter. Oben ist ein anderer Hund und Akani will die ganze Zeit mit dem anderen Hund spielen. Aber wenn der Akani mit dem anderen Hund spielt, dann stinkt der später nach dem anderen Hund. Und deshalb muss er hier bleiben. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen einfach mal ganz kurz, was dieses Jahr passiert ist. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt im Januar. Ich bin absolut kein guter Zeichner oder sowas, aber ich gebe einfach jetzt mein Bestes, Mann. Ich gebe einfach mein Bestes und ich gucke einfach, was passiert. Ich male jetzt einfach hier alles auf ein Blatt pro Monat. Mann, ich habe überhaupt keine Ahnung. So, angefangen hat alles damit, dass ich einen neuen PC bekommen habe, meine Freunde. Ich skizziere das hier ganz kurz. Schaut dann an der Stelle nochmal an Case King, die mir diesen riesigen Rechner mit unglaublich vielen Röhren und Dingen geschenkt haben hier. Das sieht gar nicht gut aus. So sieht das nämlich aus. Alter, das kann man so nicht machen. Moment mal. Ja, jedenfalls habe ich halt diesen neuen Rechner bekommen, ne? Wir machen das nochmal ganz kurz hier weg. Das habt ihr nicht gesehen. Da habe ich mich aus Versehen vermalt. Ja, jedenfalls habe ich einen neuen Rechner bekommen, Alter. Mega geil. Ich skizziere das hier ganz kurz. So einen schwarzen Klotz habe ich bekommen. Innen drin sind ein paar rote Tubes gewesen und ein paar gelbe Tubes. Und alles super geil. Alles mega fettes Ding. Mega fancy Rechner. Geilste Rechner der Welt. Hat auf jeden Fall echt Bock gemacht. Haut an der Stelle nochmal ein Case King. Ich skizziere das jetzt, wie gesagt, ganz kurz nur hier. Der wunderbare Revenzeit-Rechner. Absolut geiles Ding. Dann habe ich gedacht im Januar, boah, es wäre doch eigentlich richtig geil, wenn ich eine richtige Kante wäre. Ich skizziere mich hier nochmal ganz kurz. Ja, hier bin auf jeden Fall ich und man sieht mich hier, wie ich hier absolut gut aussehend im Gym stehe, meine Freunde. Also man sieht hier auf jeden Fall meine geisteskranken Muskeln. Alter, wie ich hier so richtig am komplett durchrasieren bin, ja. Damals noch sehr viel mit Pietro Lombardi im Lombody-Programm unterwegs gewesen damals. Hier so, boah Leute, also ihr seht's, im Januar war auf jeden Fall die Krönung meiner Form hier mit fetten Hantelscheiben und allem drum und dran. Ja, dann war ich sehr viel mit Pietro Lombardi unterwegs. Ich versuche jetzt mal ganz kurz Pietro Lombardi hier zu malen. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Hier ist seine Kappe und hier ist sein Gesicht. Das ist Pietro Lombardi, meine Freunde. Ich war sehr viel mit Pietro Lombardi essen und habe eine geile Zeit gehabt. Und wir haben sehr viel im Januar irgendwie unternommen. Und Barisch war auch irgendwie mit dabei. Ich male noch ganz kurz Barisch hier. Das hier ist Barisch, meine Freunde. Und Kilian war auch irgendwo mit dabei. Den male ich jetzt einfach mal ganz kurz hier hin. Kilian Jones, meine Freunde. Ihr kennt ihn alle. Fashion God auf Instagram. So, das war auf jeden Fall das Squad. Wir waren auf jeden Fall sehr viel unterwegs. Ich würde sagen, direkt weiter mit dem nächsten Monat. Ja, und im Februar ging es eigentlich relativ nice los. Ich bin dann mit dem Flugzeug auf eine kleine Insel mitten im Pazifik geflogen. Ja, ich bin tatsächlich alleine dahin geflogen. Nee, gar nicht. Ich war mit meinem Bruder da. Und wir sind nach Madeira geflogen, meine Freunde. Das hier ist das Flugzeug. Man sieht das hier vielleicht. Und haben Simon Unge besucht. Hier ist diese kleine wunderbare Insel mitten im Pazifik. Echt schönes Ding, Mann. Madeira war richtig, richtig geil. Hat sau viel Spaß gemacht. Wir haben so unglaublich viel von dieser Insel mitnehmen können. Und so viel von der Insel sehen können. Also Simon hat uns echt gut rumgeführt und es war echt geil, Simon nochmal nach so langer Zeit wiederzusehen. Hier vorne, hier wohnt Simon und das hier ist damals Simon. Ich glaube, ihr werdet Simon sofort erkennen. Ich glaube, Simon Unge zu skizzieren ist nicht allzu schwer. Ich finde es absolut arschgeil, wie ich hier Simon Unge getroffen habe. So, hier war Simon Unge noch ein bisschen fett. Ja, da war ich Simon Unge besuchen. Maximal geil. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Dann ging es mit dem Flugzeug wieder weiter, meine Freunde. Und zwar ging es mit dem Flugzeug direkt weiter nach L.A. Also ich bin quasi aus Madeira wiedergekommen. War, glaube ich, 3-4 Tage zu Hause und war weiter nach Los Angeles geflogen und habe da Travis Scott getroffen, beziehungsweise nicht getroffen, aber ich war auf jeden Fall mit Sony da und hatte die Möglichkeit, auf ein Travis Scott Konzert zu gehen, was absolut geil war, weil Travis Scott wirklich ein so nicer Artist war und eine so kranke Live-Show hatte. Hat auf jeden Fall wirklich krass viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall eines der Highlights dieses Jahr. Kann ich nicht einmal einfach in Ruhe irgendeine Scheiß hier machen? Mein Gott, Alter, ich drehe hier durch, Mann. Das ganze Jahr werde ich von Leuten genervt. Jetzt nervt mein Hund mich und jetzt klingelt sie hier. Lass mich doch alle in Ruhe, Alter. Jedenfalls waren wir auf dem Travis Scott Konzert in Los Angeles. Ich habe gerade überlegt, ob ich es schaffe, Travis Scott zu malen, aber ich glaube nicht, dass ich es hinbekomme. Das ist auf jeden Fall der Februar, Leute. Und natürlich auch eine ganz wichtige Sache, meine Freunde. Karneval war, ja. Karneval feiere ich sehr gerne tatsächlich. Versuche mich nochmal ganz kurz hier in meinem Cowboy-Kostüm zu malen. Das wird auf jeden Fall sehr gut aussehen. So, und meine Haare, die waren so grau zu der Zeit und hingen hier an der Seite runter. Ich sehe einfach, das bin ich. Das bin ich an Karneval. Also so sah ich aus, Leute. Auch wenn das jetzt vielleicht aussieht wie ein Obdachloser. Das hier bin ich an Karneval. Sehr, sehr glücklich in meinem wunderbaren Cowboy-Kostüm. Was soll ich sagen? Absolut geil. Das war auf jeden Fall soweit der Februar.
Ja Leute, kommen wir weiter zum März und im März ging es auf jeden Fall komplett runter und drüber. Im März war nämlich ein riesiges Ding. Im März war tatsächlich das erste Mal, dass sich unsere Jugend so politisiert hat und ich bin sehr stolz nach wie vor immer noch darauf, dass wir zusammen auf die Straße gegangen sind und gegen Artikel 13 demonstriert haben, Leute. Also es war auf jeden Fall wirklich eine ziemlich geile Nummer, dass hier so eine Crowd sein mit Artikel 13 Schildern. Wir waren gemeinsam auf der Straße und haben gesagt, nein, Artikel 13 wollen wir nicht, wir gehen zusammen raus und machen was dagegen und hatten auf jeden Fall eine schwer geile Zeit auf den Straßen. Leider Gottes ist das Ding doch durchgekommen, aber wir haben auf jeden Fall hier lautstark demonstriert, wie ihr sehen könnt. Das hier ist so ein Megafon, also man kann dann einfach nicht malen. Wir waren Artikel 13, haben wir sehr viel demonstriert, okay? Dann war natürlich noch eine ganz große Sache, Thema im März für mich, Fortnite. Ich weiß nicht genau warum, Fortnite war auf jeden Fall dieses Jahr für mich extrem wichtig. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich versuche hier ganz kurz einen Fortnite-Skin zu malen, der den Loser-Tanz macht. Das hier ist auf jeden Fall ein Fortnite-Charakter. Ja, genauso sehen die aus, die Fortnite-Charakter. Das hier ist ein Fortnite-Charakter, der den Loser-Tanz macht. Fortnite, sehr, sehr viel mit Trimax gespielt, dass ich das erste Mal so mit Trimax in Kontakt gekommen. Auch eine extrem nice Zeit gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht und war ziemlich cool. Dann ging es so langsam los auf die Festival-Saison im März und ich habe angefangen, sehr viel mehr Zeit mit meinem Homie Micha zu verbringen von Not So Cool. Wir haben uns an die Decks gestellt und gemeinsam tatsächlich eine Menge Zeit hinter den Platten und den Turntables verbracht. Not So Cool ist auf jeden Fall immer noch ein Projekt, was mir unglaublich viel Spaß macht und mir sehr viel gegeben hat dieses Jahr. Haben wir auf jeden Fall angefangen, hier im März ganz viel Zeit und eine Muße in die neue EP zu stecken, die da auch später rausgekommen ist tatsächlich und hier einfach ja, mit Turntables und unseren ganzen Sets und sowas auf jeden Fall versucht, da weitere Skills uns anzueignen. Ein extrem cooles Ding gewesen und macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich glaube, dass sehr, sehr viel im März im Zeichen der Musik und des Protests stand. Ich habe irgendwie Fortnite gemacht, keine Ahnung warum. Und ich habe vor allen Dingen angefangen, mit euch gemeinsam auf die Straße zu gehen, Artikel 13 ein bisschen zu countern. Und goddamn starker Monat eigentlich, hat echt Spaß gemacht. Ja, dann geht's natürlich weiter, meine Freunde. Wir kommen direkt zum April. Im April war ich auf jeden Fall in einer wunderschönen Stadt, einer meiner liebsten Städte der Welt. Ich kann mal ganz kurz skizzieren und ihr müsst einfach erraten, welches ist. Ich glaube, es ist relativ schnell ersichtlich, welche Stadt das hier sein könnte. Das ist tatsächlich New York. Das sind die Hochhäuser hier in New York. Und New York hat unglaublich viel Spaß gemacht. New York war eine richtig, richtig schöne Erfahrung. Ich war mit meiner Familie da, die das erste Mal da waren. Ich war in dem ganzen Jahr tatsächlich zweimal in New York und merke auch gerade, wie unglaublich beschissen meine Ökobilanz ist. Da muss ich auf jeden Fall nächstes Jahr was dran ändern. Ich möchte deutlich weniger fliegen. Ja, hat einfach irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gerade halt die Möglichkeit zu geben, meinen Eltern die Stadt zu zeigen. Ja man, New York war auf jeden Fall eine wirklich geile Erfahrung und ich war auf jeden Fall da mit der süßen und lieben Jody. Versuche ich jetzt auch nochmal ganz kurz zu malen. Ich glaube, da hatte Jody Zöpfe. Nein, ich glaube, Jody hatte da keine Zöpfe, aber ich male hier einfach Zöpfe, weil das kann ich, eine andere Frisur kann ich nämlich nicht. Absolut arschgeile Zeit, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist Jody, hier mit ihrer Mütze, da steht JC. Yeah, dann war tatsächlich eine große Sache. Ich habe in meinem Zweitkanal Revigang angefangen, der innerhalb von, glaube ich, anderthalb Monaten die 100.000 Abonnenten geknackt hat. Krank geile Sache, meine Freunde. Da hätte ich niemals gedacht, dass 100.000 Abos so schnell zu erfüllen sind. Also da auf jeden Fall riesiges Shoutout an meine ganze Community. Revigang immer noch ein Projekt, was mir sehr viel Spaß macht, weil ich einfach im Stream alles an Bullshit-Talk rauslassen kann. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, da einfach mal zu labern, ein bisschen was zu reacten. Und wenn der Kanal gelöscht wird wegen einem Copyright-Strike, ja, dann ist es so. Dann ein riesiges Event für mich. Wenn nicht sogar das Event dieses Jahres, meine Freunde, was ich hier so ein bisschen ausklammern möchte von allen Events, war der 24-Stunden-Charity-Livestream, der dieses Jahr stattgefunden hat. Wir haben insgesamt um die 80.000 Euro gesammelt, das muss man sich mal vorstellen. 80.000 Euro, die gesammelt worden sind, gemeinsam mit Homies wie Pedro, mit Dougie B und so weiter und so fort. Charity-Livestream, mega, mega geiles Ding gewesen, wird es auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder geben. War echt eine Mammutaufgabe, weil halt, wie gesagt, super viel da stattgefunden hat. Wir hatten sehr, sehr viele Kameras und so weiter und sowas vor Ort. Also, ihr seht es auch hier nochmal in der Rückblende. Sehr, sehr starkes Ding. Hat wirklich echt krank Bock gemacht und war wirklich, glaube ich, für mich mit eines der Highlights dieses Jahr, weil ich halt noch nie so eine große Produktion selber gemacht habe, das halt wirklich Spaß gemacht hat. Also, der 24-Stunden-Charity-Livestream dieses Jahr. Komplette Rasur. Auch dank natürlich euch, weil ihr da so viel Zeit und Geld reingesteckt habt und ihr alle so krass am Start wart, wie lange nicht. Ja Mann, schaut auf jeden Fall an alle. Ja, im Mai ging es dann tatsächlich wieder nach Madeira, meine Freunde. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich diese Insel tatsächlich doch ein bisschen gepackt. Wir sind wieder mit dem Flugzeug geflogen. Ja, sind gemeinsam mit Mo und Jody nach Madeira und haben da wieder Unge getroffen. Es war auf jeden Fall eine geile Zeit. Das Flugzeug sieht deutlich besser aus als das, was ich eben gemalt habe. Ich weiß nicht genau warum. Immer noch ein sehr, sehr schöner Ort, wo man absolut geile Zeit haben kann. Den ich allen wirklich mal empfehlen kann, sich das anzuschauen, solange es noch geht, weil die Insel steht auf dem Vulkan und irgendwann geht sie unter. Grüße an Simon, ich würde da kein Grundstück kaufen. Und auch das hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, Madeira sich nochmal anzuschauen. Jetzt diesmal ein bisschen mehr von Madeira gesehen tatsächlich, also verschiedenste Sachen, die wir uns da angucken konnten. Hat auch sau viel Bock gemacht, weil wir einfach die Möglichkeit hatten. Simon hat uns da nochmal ein bisschen rumgeführt und Dinge gezeigt, die wir vorher noch nicht gesehen konnten und so. Ja Mann, das ist Madeira. Ja, dann ging es natürlich weiter im Mai. Wir hatten den Musikvideodreh für Not So Cool und ich versuche jetzt nochmal ganz kurz, mich
mich selber hier als wunderschöne Frau zu malen, die ich hier da gespielt habe mit dem Musikvideo. Ihr seht es hier auch nochmal ein bisschen im Hintergrund, Leute. Hat auch auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht, weil ich auch da das erste Mal so richtig mit Leo zusammengearbeitet habe und Leo auch im Mai dazu kam. Eine maximale Bereicherung, der hier gerade dieses Video auch schneidet. Leo, schaut doch nicht an der Stelle. Hat wirklich echt viel Spaß gemacht und maximal nice, dass du Teil des Teams geworden bist. Richtig, richtig schöne Erlebnisse, die wir da hatten. Ja, und das Musikvideo an sich, Leute, ihr kennt es ja bereits. Es ist ein absoluter Banger gewesen. Richtig funny Projekt gewesen. Wir haben wirklich lange gebrainstormt, überlegt, wie können wir es machen. Ja, Mann, was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Endprodukt gewesen. Und im Monat drauf kam natürlich auch die Global Warming EP online. Ich muss das alles mal ein bisschen rekapitulieren. Das ist auch für mich gerade so ein Aufarbeiten des Jahres. Wieso wird das hier die ganze Zeit gelb, Alter? Was soll denn das? Ich hasse Paint so sehr. Nächstes Jahr mache ich das mit einem vernünftigen Programm, Leute. Tut mir leid, dass das hier gerade alles so hingekackt ist. Dann habe ich jemanden kennengelernt, meine Freunde, der extrem wichtig war, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich mit jemandem so gut verstehe. Und zwar ist das der liebe Trimax. Ich versuche ihn nochmal ganz kurz hier zu skizzieren, meine Freunde. AKA den schönsten Roblox-Skin der Welt. Max auf jeden Fall einer der Charakter, die ich dieses Jahr näher kennenlernen durfte und jemand ist, den ich absolut mag und schätze. Ganz im Gegensatz zu Romatra, den keiner mag und schätzt. Das hier ist Max, meine Freunde, so wie er leibt und lebt. Hier sind seine unglaublich riesigen, viereckigen Oberarme. Ja, im Juni, meine Freunde, ging es extrem ab für mich. Da war ich sehr, sehr viel reisen und wieder unterwegs. Ich war nämlich tatsächlich mit Red Bull gemeinsam beim Klippenspringen, was eine wirklich crazy Erfahrung war, zu sehen, wie so Guys von so einer Klippe runterspringen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Klippe ist halt unglaublich krass und die sind da einfach runtergejumpt. Auch eine Reise, die mir extrem viel Spaß gemacht hat und mich auch für eine spätere Reise, die dieses Jahr ein absolutes Highlight für mich war, komplett inspiriert hat. Wirklich den schönsten Urlaub, den ich dann da drauf folgen hatte. Dann bin ich aber tatsächlich doch nochmal geflogen und bin gemeinsam mit Sony nochmal, mit dem wir auch schon in L.A. bereits waren, weitergeflogen nach Tokio, meine Freunde. Und was soll ich sagen? Tokio, ich kann es nicht anders beschreiben, als ich schreibe einfach nur Tokio hin, weil ich bin komplett geflasht gewesen von der Stadt. Also die Stadt an sich, Tokio, hat mich komplett umgehauen, Leute. Es war eine absolut nice Erfahrung. Es hat so viel Spaß gemacht. Tokio war mitunter, glaube ich, die interessanteste Kultur und die interessanteste Stadt, die ich habe jemals sehen können. Zumal es in Tokio dieses Erdbeben gab und wir saßen halt hier ganz oben in diesem Hotel. Hier ist quasi unser Zimmer gewesen da und plötzlich fängt einfach alles an, ja, zu rütteln und zu schütteln und wir hatten halt wahnsinnige Angst, dass halt das Haus irgendwie zusammenbricht. Alle Leute aus Tokio meinten, nee, das ist vollkommen normal. Also Tokio auf jeden Fall auch eines der maximal geilsten Erfahrungen, die wir dieses Jahr haben durften. War ich gemeinsam mit Jody und Sony. Hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, zusätzlich dazu waren wir sehr, sehr viel grillen, meine Freunde, bei Sturmwaffel und bei mir. Es war ein absoluter Grillsommer. Irgendwie war dieser Sommer extrem heiß und globale Erwärmung lässt an der Stelle nochmal fettes Shoutout da und lässt grüßen. Wir haben sehr, sehr viel gegrillt und hatten eine absolut geile Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe eben so ein bisschen meine Instagram-Stories durchgeguckt und einfach gesehen, wie nice diese Zeit war. Dann ein riesiges Highlight für mich, wo ich echt immer noch extrem stolz drauf bin, dass ich das oder dass wir das so neben unserem normalen Alltag quasi hinbekommen. Also ich meine, ich mache den YouTube-Kram, ich streame sau viel und Micha zum Beispiel macht gerade seinen Master. Ich meine, holy shit, wir haben es trotzdem geschafft, meine Freunde. Wir haben wieder eine neue Not So Cool EP rausgebracht, Global Warming. Die ist tatsächlich nicht so gut angekommen wie letzte EP. Ist aber auch okay, weil das bei uns, wie gesagt, alles sehr experimentell ist und wir einfach Sachen machen, worauf wir Bock haben. Und wenn es mal nicht so chartet, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also hier, ich mal hier einfach nochmal ein Turntable hin, meine Freunde. Auch extrem geil gewesen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, die neue Global Warming EP, meine Freunde. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, checkt auf jeden Fall mal Not So Cool in der Videobeschreibung aus. Halbzeit, meine Freunde. Wir sind auf jeden Fall beim Juli schon angekommen und haben gemeinsam das Perucaville bestiegen bzw. besucht. Wir durften als Not So Cool zusammen auf dem Perucaville auflegen. Eines der geilsten Festivals, die ich bis dato war. Shoutout nochmal an Bernd und das ganze Team von Perucaville, die dieses krasse Festival immer wieder auf die Beine stellen, Mann. Das ist absolut insane. Ich niemals gedacht, dass es da so krass hinter den Kulissen abgeht. Wirklich riesen Respekt dafür. Ja, einfach nur eine extrem nice Zeit auch wieder gehabt. Ich versuche mal ganz kurz hier meine DJ-Kopfhörer zu skizzieren. Generell die ganzen Festivals, wo wir waren, also wie gesagt, ich glaube, das Rammstein-Konzert war auch eines der Highlights dieses Jahr. Da male ich jetzt einfach ganz bezeichnend einfach nur mal Feuer hin, Leute, weil dieses komplette Konzert, es hat auf der Bühne gebrannt. Also das ist halt no joke. Ja, dann war auf jeden Fall nochmal ein letzter Flug, meine Freunde. Und zwar bin ich mit dem guten Henno zusammen und Fortnite zusammen. Also irgendwie sind meine Flugzeuge jedes Mal richtig oder richtig geil, ich kann es nicht erkennen. Wir sind auf jeden Fall nach New York wieder geflogen, meine Freunde, und haben uns dort die Fortnite-WM angeschaut. Auch ein wahnsinniges Ereignis für mich zu sehen, wie krass dieses E-Sports-Event eigentlich gelaufen ist, Mann. Auch wirklich echt extrem nice und hat super, super viel Spaß gemacht. Zu sehen, wie die ganzen jungen Kids da spielen und die ganzen Pros, also das war auf jeden Fall auch echt maximale Monster-Ehre. Kann man nicht sagen, New York, wie gesagt, eines der Erlebnisse, die ich dieses Jahr jetzt zweimal hatte und immer noch eine Stadt, die ich unglaublich schätze und liebe. Aber so langsam habe ich, glaube ich, New York genug gesehen. Fortnite WM, Baba-Event gewesen, kann man nicht anders sagen. War wirklich extrem nice.
Ja, und dann war auf jeden Fall, wie gesagt, weiterhin Sommer. Wir haben sehr viel gegrillt und sehr viel gelacht. Ich male da jetzt einfach mal ganz kurz einen rundum zufriedenen und glücklichen Revi hin, der auf jeden Fall eine richtig geile Zeit hatte. Warum sind meine Augen so groß? Ich kann es euch nicht sagen. Das hier ist nicht glücklich. Das ist nicht glücklich, Alter. Ich wollte mich glücklich malen. Das hier ist ein sehr, sehr, sehr zufriedener Revi, der auf jeden Fall auf einen wunderbaren Monat hat zurückgucken dürfen. Ja, machen wir direkt weiter, meine Freunde. Im August war natürlich eine riesige Sache, die Gamescom stand vorm Haus. Wir haben sehr viel mit der Community gemacht und haben auch sehr viel wieder aufgelegt mit Not So Cool. Ich male jetzt einfach hier ganz kurz. Ich halte den August relativ kurz. Ich mache hier einfach eine Schlange von Leuten und ein Fotoapparat hin, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Fotos gemeinsam gemacht haben auf der Gamescom. Immer wieder ein Highlight für mich, die Gamescom, euch jedes Mal sehen zu können. Ach, es macht einfach echt Spaß. Also kann ich nicht anders sagen, Leute. Gamescom immer wieder ein Highlight. Mittlerweile ist es leider mehr Arbeit als, also man ist in der Routine drin. Aber trotzdem immer noch sehr geil gewesen. Der August hat auf jeden Fall wirklich sehr viel Spaß gemacht. Im September ging es auch wieder krasse Musik, denn ich bin mit meinen Homies und dem neu gegründeten Label Cybergen auf Tour gefahren, meine Freunde. Wir haben uns einen Bus genommen und sind durch verschiedenste Städte in Deutschland gefahren. Ich war leider nicht die ganze Zeit dabei. Trotzdem war diese Tour unglaublich krass zu sehen, wie groß Cybergen innerhalb von 6 Monaten geworden ist. Ich meine, wir haben das Label erst im Januar gegründet und dann ist Cybergen schon so explodiert. Holy Mann, also diese Tour, meine Freunde, hat mir wirklich alles abverlangt. Nur die paar Tage, die ich dabei war, war eine richtig, richtig geile Zeit. Ich habe so großen Respekt vor Kim, vor Ali, vor Moku, vor Lou, vor John, vor Simi. Wir als komplettes Label, Alter, absolut geil. Kann ich nicht anders sagen. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Dann hatte ich einen großen Mood-Change auf der Tour tatsächlich, der dazu geführt hat, meine Freunde, dass ich meine Haare von so zu so habe gestylt. Und irgendwie bin ich bei dem Style jetzt hängen geblieben. Keine Ahnung, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Style ihr früher besser fandet. Ich habe auf jeden Fall gedacht, es ist Zeit, meine Haare jetzt anders zu stylen. Das hier bin ich und hatte dann irgendwann quasi runtergekämmte Haare. Meine Mutter ist immer noch der Meinung, dass ich es vorher besser fand. Mir gefällt es aber so ganz gut. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu dem Highlight dieses Jahr. Das war für mich tatsächlich der Van-Trip, den wir hatten. Wir sind gemeinsam mit Krankrafter und seinem Bruder SK, Jody und Dave gemeinsam nach Italien gefahren. Hab auch Dave da in Italien erst kennengelernt, so richtig. Also ich kannte ihn vorher natürlich schon, aber danach ist so richtig. Wir haben uns diesen wunderschönen Van hier geholt, meine Freunde. Wir hatten, glaube ich, mit den geilsten Urlaub, den man sich vorstellen kann. Wir sind komplett einmal durch ganz Italien gefahren. Es war strahlend blauer Himmel die ganze Zeit. Die Sonne hat, wie gesagt, die ganze Zeit geschienen. Und all in all war es einfach eine extrem nice Erfahrung. Also einfach nur einen ganz unbeschwerten Urlaub zu haben, ohne ein großes Ziel zu haben. Und no flex is intended. Ich war auf den Malediven, ich war in New York, ich war in Tokio, alles geil. Aber irgendwie hat das für mich ein richtiges Gefühl von Freiheit gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Dann ging es auch weiter, meine Freunde, und es ging los. Die Dreharbeiten zu The Entertainers gingen ab, Alter. Und wir haben auf jeden Fall angefangen, die ersten Folgen The Entertainers zu shooten. Gemeinsam mit Kai Pflaume haben wir angefangen zu drehen. Und das war auch wieder ein Riesenakt, weil ich halt noch nie so eine große Produktion selber gesehen habe. Finde ich immer auch sehr interessant. Hier, wie gesagt, die Kamera, meine Freunde, die bezeichnet für die ganze The Entertainers Produktion an sich steht. Holy sh**, die neue Folge ist bei sogar jetzt online mit Hugo Egon Balder. Link in der Videobeschreibung. Gönnt sie euch rein, sie ist maximal anders lustig geworden. Im Oktober ging es wieder los, meine Freunde. Wir haben mit Olivia Jones gedreht in Hamburg. Auch ein extrem nicer Dreh. Die Folge dazu kommt natürlich auch noch online. Und da kann ich einfach mal sagen, Leute, wieder Strahlemann Revi back am Start. Es war ein extrem erfolgreicher Monat. Wir haben die ganze Produktion quasi hinbekommen. Und ich war einfach nur sauhappy, dass es alles so gut funktioniert hat. Ja, man, The Entertainers ist auf jeden Fall auch ein Format, auf das ich sehr stolz bin, was wir dieses Jahr wirklich komplett durchgezogen haben. Ja, war all in all einfach ziemlich, ziemlich nice. Dann ging es im Oktober wieder los. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Zeit wieder in Musik gesteckt, meine Freunde. Ihr seht auf jeden Fall, Musik ist so ein konstantes Element, meine Freunde, was mich dieses Jahr sehr, sehr viel begleitet hat und echt viel Spaß gemacht hat, einfach Mucke zu machen. Alles in allem auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich nice gewesen. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, eine Menge Musik auf jeden Fall gemacht. Auch das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und dann hatten wir noch die Mac-Messe in Erfurt. Ich mal ganz kurz hier das Messegebäude in Erfurt einfach hin. Keine Ahnung, das sah ungefähr so aus. Da bin ich mir sicher, ich kann mich da genau dran erinnern. Und da hatte ich auch eine ziemlich coole Zeit mit Sturmwaffel und Anni und sowas. Einfach auch extrem cool gewesen, euch da nochmal zu treffen. Ich mag Community-Events nach wie vor immer noch sehr gerne und finde es immer cool, wenn man die Möglichkeit hat, mit Leuten wie Sturmi und so weiter und so fort, die super, super relaxed und super entspannt sind, einfach eine extrem coole Zeit zu haben. Guck mal, ob ich hier einen kleinen Sturmwaffel skizziert bekomme. Ja, Mann, sehr süß, das ist Freddy Mac-Messe in Erfurt. Und dann, meine Freunde, ja, dann hat sich eigentlich mein Leben komplett um 180 Grad gedreht, denn dann kam eigentlich die glücklichste Anschaffung der letzten 10 Jahre für mich zustande, nämlich der kleine, süße Akani. Komm mal her, Akani. Ich habe diesen kleinen, süßen Ehrenbruder dazu bekommen, der mich jetzt seit ungefähr 2 Monaten begleitet und ich versuche ihn jetzt mal einfach zu skizzieren. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Was soll ich sagen, Leute? Wir haben Akani bekommen. Wir haben uns einfach einen Hund geholt und haben gesagt, so, jetzt ist seine Zeit. Wir wollten schon immer mal einen Hund haben. Aber ja, das hier ist Akani, meine Freunde. Super, super liebes und süßes Tier. Guck mal, das bist du. Also so sehe ich dich. So siehst du für mich. Maximal schön, dass ich diesen Hund, diesen Fuchs oder diese Katze, ich weiß immer noch nicht genau, was er ist, bekommen habe dieses Jahr. Das sieht eher aus wie eine Katze. Aber das hier ist Akani. Jetzt,
Jetzt sieht's aus wie eine Maus. Ja, machen wir weiter mit November. Ja, im November waren wir auf jeden Fall sehr viel Zeit unterwegs. Akani und ich waren sehr, sehr viel draußen, haben uns erstmal kennengelernt, uns erstmal beschnuppert, uns lieben gelernt, würde ich fast schon sagen. Also mittlerweile, genau, das hier ist mein Dinosaurierhund Akani. Ihr seht ihn vielleicht, wir waren sehr, sehr viel draußen und musste ständig seine Kacke aufsammeln. Akani hat sehr viel gekackt und kackt immer noch sehr viel und ich muss ständig seine Sch*** vom Boden aufheben. Auch maximal nice. Dann waren wir noch gemeinsam mit Trimax bei Wer weiß denn sowas. Ich male jetzt nochmal ganz kurz hier Trimax hin und ein paar Fragezeichen, weil ihr versteht sicherlich, dass wir da gemeinsam im Fernsehen waren. Ihr habt alle den Auftritt gesehen und nochmal riesiges Dankeschön für den ganzen Support. Hier, Trimax, meine Freunde, maximal breit wieder im TV, im V-Ausschnitt. Man kennt ihn nicht anders. Dann kam auf jeden Fall ein relativ einschneidendes Erlebnis für mich, bin ich ganz ehrlich, meine Freunde, und zwar die Trennung von Jody. Jody und ich haben uns getrennt im November. Da haben wir auch bereits ja schon was zu gesagt auf Instagram und ich habe ja auch in ein paar Videos schon was dazu gesagt. Gerade halt natürlich mit dem neu angeschafften Hund war das eine extrem schwierige Zeit in den ersten paar Monaten, in den ersten paar Tagen und Wochen. Aber wir haben das dann doch ganz gut gemeistert und sind auf jeden Fall jetzt wieder einfach cool miteinander. Wir kommen sehr gut miteinander aus und sind immer noch sehr gute Freunde. Normalerweise malt man für eine Trennung ein gebrochenes Herz, aber ich male immer noch ein geschlossenes Herz, weil wir immer noch irgendwie ein Herz und eine Seele sind. Und immer noch sehr, sehr gut miteinander klarkommen. Und ich das extrem schön finde, meine Freunde, dass wir uns trotz Trennung tatsächlich hier ja einfach immer noch so gut verstehen und immer noch sehr, sehr gut klarkommen. Das ist die Trennung, aber ihr versteht, glaube ich, dass das irgendwie doch keine Trennung ist, weil ja, es geht einfach weiter und wir sind immer noch ein super, super gutes, freundschaftliches Paar. Das hier bin ich und dann male ich jetzt hier noch Jody hin. Ich male sie einfach wieder mit Mütze, weil es das Einfachste ist. Mehr kann ich nämlich nicht. Ja, ihr seht, wir sind hier ein bisschen traurig durch die Trennung, aber alles in allem, meine Freunde, war es, wie gesagt, die richtige und wichtige Entscheidung und wir kommen jetzt sehr, sehr gut miteinander immer noch aus. Ja, im Dezember war es auf jeden Fall für mich extrem krass, weil wir sehr, sehr viel gedreht haben. Sehr viel The Entertainers Dreh und so weiter und so fort. Das war echt eine ziemlich, ziemlich krasse Geschichte. Ich weiß nicht, ich kann einfach keine Kameras malen, Leute. Kann mir jemand beibringen, wie man eine Kamera malt? Vielleicht kriegt das nächste Drama hier deutlich besser. Auch wieder extrem stark gewesen, was wir den ganzen Monat gedreht haben. Wir haben uns mit Verona Put getroffen, sehr, sehr viele andere Drehs auch hinbekommen. Hatte ich im Dezember auch gemeinsam Geburtstag gefeiert mit Mo. Und auch das war, wie gesagt, wieder ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil auch Leute wie Inscope zum Beispiel vorbeigekommen sind aus Stuttgart und so weiter und so fort. Und die Jungs wohnen ja wirklich weit weg. Ich weiß das immer noch sehr zu schätzen, dass die extra da vorbeigekommen sind dafür. Irgendwie, natürlich im Dezember auch klar, wieder sehr viel Zeit mit Akani verbracht, mit dem kleinen süßen Hund. Ich male jetzt hier einfach mal ganz bezeichnend einen fetten Scheißhaufen hin, weil es genau das ist, was Akani die ganze Zeit macht. Fette, fette Kackhaufen. Zusätzlich dazu gab es noch einen Charity-Stream, meine Freunde, in dem auch über 200.000 Euro gesammelt worden sind. Ich mache hier mal ganz kurz so ein Dollarzeichen hin. 200.000 Euro, die insgesamt gesammelt worden sind bei diesem Charity-Fortnite-Stream, wo ich mitmachen durfte mit Marco Reus. Auch ein extrem geiles Event. Freue ich mich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder drauf. Schaut euch nochmal an der Stelle. War wirklich echt cool. Zusätzlich dazu, meine Freunde, gegen online The Entertainers tatsächlich, also gegen live quasi. The Entertainers ist jetzt live auf Joint kostenfrei erhältlich. Ja, was soll ich sagen, meine Freunde? Das war irgendwie mein Jahr. Jetzt sitze ich hier und mache dieses Video, was eigentlich komplett kontextlos entstanden ist und mal hier wild Feuerwerkskörper und schaue auf ein echt krasses Jahr zurück, welches wirklich sehr, sehr krass viel in meinem Leben geändert hat. Ich meine, ich habe jetzt einen Hund, meine langjährige Partnerschaft ist zu Ende gegangen, habe dadurch jetzt halt Jody als langjährige Freundin und nicht mehr als Partnerin an meiner Seite, was auch vollkommen fein ist. Also 2019 war auf jeden Fall ein echt krasses Jahr. Es hat sich super viel geändert, meine Freunde, und ich bin echt froh, dass ich immer noch so viel Spaß bei der Sache habe und auch hier einfach mal so ein Video rausrotzen kann, ohne dafür irgendwie gehatet zu werden, weil ich einfach machen kann, was ich will. Ja, was soll ich sagen, Leute? 2020 wird echt krass werden. Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, was das Jahr hier bringt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Keine Ahnung, ich dachte, das ist einfach mal was anderes. Ich mache einfach mal was Persönliches und versuche einfach mal etwas Nicht-Normales zu machen und klatsche hier einfach mal so ein richtiges Oldschool-Video hin, meine Freunde. Ja, Mann, was soll ich sagen? Verzichtet auf China-Böller, wenn ihr könnt. Die Hunde und Umwelt würden sich freuen. Ich würde sagen, meine Freunde, ich freue mich unglaublich auf 2020 und bin wirklich gespannt, was dieses Jahr für uns alle bereithält. Das war auf jeden Fall mein Jahr 2019. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Keine Ahnung, was uns erwartet. Wer weiß das schon. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich bin gerade selber ein bisschen baff, dass ich jetzt die 35 Minuten einfach gelabert habe und dieses Video gezeichnet habe. Ja, Mann, ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Schönen Tag noch. Tschüss.